Nenad, das Haus hier wird jetzt verkauft für knapp 18.000 Euro. Also 17.990 ja. Euro mit der Mehrwertsteuer. Richtig. Alles, was drin ist, kannst du mitverkaufen? Ja, kann der Kunde mithaben. Da ist eine schicke Sauna mit dabei. Die Sauna ist mit drin? Die Sauna ist mit drin. Das kleine Badezimmer ist mit dabei und ja, einen schicken Wohnbereich. Die Möbel würden wir entsprechend ausnehmen, weil es unsere Möbel sind für unsere Musterausstellung. Alles andere bleibt so, wie es ist. So, das heißt aber hinten das Waschbecken, das können wir drüber unterhalten. Natürlich, klar. Das wäre mit drin. So, das ist mit Schraubfundamenten hier reingedreht, 17.990 Euro. Breite von dem Haus? Die Breite von dem Haus beträgt 3,60 Meter. Die Länge von dem Haus beträgt 6,05 Meter. Also ein kleiner Schwertransport. Das ist ein kleiner, richtig kleiner, überbreite Transport, den wir hier haben. Und die Höhe vom Haus beträgt 3,80 Meter. Also ein kleiner, überbreiter Transport. Das heißt, du könntest das transportieren, zum Beispiel Preis ungefähr jetzt hier im Norden? Je nachdem, also jetzt wenn das hier im Norden verbleiben soll oder der Kunde hier, ich sag mal, oberhalb von Schleswig-Holstein ist entsprechend, dann wären wir bei Transportkosten bei 3.500 Euro. 3.500 Euro, also wenn es hier steht. Also 17.990 Euro. Ich zeig's mal gerade. Die Fenster, natürlich alles, was wir hier sehen, ist dabei. Alles, was wir sehen, ist dabei. Also wir haben hier ein Musterhaus, was wir sehen. Es ist zweifach verglast. Es ist jetzt kein KfW 55 oder 40 Standard. Aber es macht eine gute Figur und dadurch, dass wir jetzt für nächste Jahr oder nächste Frühjahr neue Hausmodelle hinstellen möchten, bieten wir jetzt momentan eine Sonderaktion an, wo wir das Midi-Haus und später werden wir auch noch vorstellen, das Maxi-Haus entsprechend verkaufen möchten. So, und die Außenfassade ist? Die Außenfassade ist aus Blech, verzinktem Blech, ein bisschen Holzapplikation haben wir da an den Fenstern, ein bisschen Fichte. Okay. Und man hat eine schicke Fensterform, wie man sieht. Und, Kriege ich auch eine Gewährleistung, wenn ich das kaufe? Ja, natürlich. Es gibt eine Gewährleistung zu. Und hier haben wir eine klassische Gewährleistung von 2 Jahren, weil das kein Haus ist gemäß jetzt Standards, sondern es ist ein reiner Aussteller. So, bedeutet, ich bin jetzt in NRW oder jetzt in Bayern, da habe ich ja eine besondere Sache, da gibt es ja verfahrensfreie Kleinbauten, die ich machen kann, gerade in Bayern und so weiter. Ja. Oder ich habe einen Campingplatz, da könnte ich es hinstellen, wenn ich mit denen spreche. Richtig, genau, du kannst es auf dem Campingplatz hinstellen. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass du das nicht als Erstwohnsitz nutzt, weil das Haus hier, was wir hier sehen, ist ein reines Musterhaus für uns gewesen. Und es ist nicht möglich, für dieses Hausmodell eine Baugenehmigung zu erlangen. Also es ist lediglich gedacht als Zweitwohnsitz, als Gartenhaus, Werkstatt oder ähnliches. Hier sieht man hier vorne, das ist eins KfW 55. Genau. Du kannst das gleiche Haus auch mit KfW 55 oder 40 kriegen. Richtig, du kannst dasselbe Haus mit 55 Standard oder 40 KfW Standard erhalten. Preis dann? Dann haben wir natürlich da einen Preis, was das Modell hier betrifft, was wir jetzt hier sehen, bei 39.990 Euro mit KfW 55 Standard. Aber wenn ich das jetzt so habe, das ist ja schon ordentlich gedämmt. Ja. Die ganzen Wände sind gedämmt mit allem drum und dran. Genau. Bloß halt nicht nach KfW 55 oder 40. Das ist Standard hier, was wir haben. Das ist ein reiner Aussteller. So, der Aussteller, der da ist. Also wenn ich das nutzen möchte, ich muss auch sagen, in Frankreich gelten auch, da dürfte ich sogar mit Baugenehmigung würde ich bauen, weil die Standards ein bisschen geringer sind. Mega. Das ist das wäre kein Problem. Aber informiert euch bitte, es gibt auch verfahrensfreie Vorhaben, wo ich dann sage, das hier ist jetzt ein Gartenhaus. Genau. Das kann ich dann nutzen und da kann ich es dann einfach hinstellen, weil du weißt, was allein so ein Gartenhaus kostet. Richtig. Also, allein das Gartenhaus, was wir hier kennen von anderen Mitbewerbern, kostet bei 30.000 Euro. Wir sind hier wirklich immer noch unter den 18.000 Euro für dieses schicke Haus. So, das Dach ist aus? Blech, verzinkt. Genau, also witterungsbeständig und dementsprechend auch... Sag mal, hier oben die Solardinger, können wir uns drüber unterhalten? Weil die kosten nicht mehr die Welt. Sicherlich können wir uns darüber unterhalten. Die wären mit drin. Also, das würden wir schon irgendwie hinbekommen, müssen wir mal schauen. Aber so, ihr könnt auch auf Wunsch, das kostet ein bisschen mehr, die Veranda, also das Vordach kriegen und die Veranda. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Bitte kurz verhandeln mit dem Nenad. Ja. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen und... das Ganze, ich fasse es nicht, 17.990 Euro und du wirst sehen, da hat noch nie einer drin gewohnt, noch nie einer reingepupst, doch reingepupst hat. Vielleicht das ja, aber wie gesagt, auf Toilette war hier noch keiner, glaube ich, von daher ist es wirklich wie neu. Badezimmer ist dabei? Ja, richtig. Die Dusche und Badezimmer an sich können wir gleich mal reinluschern, ist auch mit dabei und auch eine schicke Sauna. Eine Heizung? Heizung ist hier nur vorbereitet, ist nicht mit dabei. Also der Thermostat, den wir hier sonst in anderen Häusern haben, ist nicht mit dabei. So, was können wir hier reinmachen als Heizung? Zum Beispiel ein ganz kleiner Holzofen? Heizung oder Heizofen. Hm. Man könnte hier nachträglich eine Fußbodenheizung elektrisch nachbauen oder eine elektrische Heizung einfach. Ne? Weil der Raum ist ja relativ klein. So, das stimmt. Also eine kleine elektrische Heizung, da bräuchst du auch nur eine winzige Heizung. Die wird den Raum aufheizen hier drin. Absolut, das würde man schon. Ist das schön gemacht hier mit dem Holz hier drin.
Mega, mega, so auch farblich schick abgestimmt. Also ja, wie ihr sehen könnt, das steht das Haus hier schon jetzt seit knapp über einem Jahr. Wir haben hier keine Probleme mit der Feuchtigkeit oder irgendwelche Schäden hier am Haus gehabt. Das Haus macht immer noch eine gute Figur. Ist total leise hier drin. Absolut. Es ist auch schon ordentlich gedämmt, was wir hier haben, aber wie gesagt, nicht standardisiert. Cool. Das heißt, es gibt kein Gutachten jetzt hier. Nee, leider nicht. Genau. Das leider ist nicht. Das ist jetzt reiner Aufsteller. Aber jetzt mal, für die Kohle, absolut, kannst du doch so als Fahrradkeller schon allein, wenn du jetzt irgendwie eine Werkstatt machen möchtest, genau, für Hobbyraum, Werkstatt, was auch immer, du hast da die verschiedensten Möglichkeiten. Oder Homeoffice-Zwecke, nur einfach ein Büro für sich einrichten, ne? Oder einfach als Hinterhaus hinstellen, wenn man Besuch da ist, dass man dann auch mal eine Möglichkeit hat, da hier zu übernachten. Man hat da verschiedenste Optionen, Möglichkeiten zu. Gut, bitte euch rechtlich informieren, was da ja so geht. Aber wer zuerst kommt, mal zuerst 17.990 Euro, 2 Jahre Garantie mit drauf. Ja. Und du hast schon erzählt, das Badezimmer, also hier die Armatur, die würde ich drin lassen. Alles, weil das mit drin, wie ihr das schön sehen könnt im Video. Ne, die Sauna ist hier auch. Stauraum, Steckdosen, alles mit drin, Elektroverteilung. Alles mit dabei, der Loftbereich oben kann zusätzlich als Abstellraum oder Schlafraum genutzt werden. Ist auch ein Saunaofen drin? Ja, der Ofen würde damit bleiben. Der bleibt mit drin? Ja, der bleibt mit drin. Richtig. Du weißt, was allein der Ofen kostet? Ja, weiß ich. Also der ist so mit drin, das kann der Kunde. Das ist die Saunatür, die habt ihr ausgehangen. Genau, die haben wir ausgehangen, richtig. Aber die ist natürlich auch mit dabei und dann entsprechend, ja, sind schon da wirklich viel Bewegung, viel Interessenten. Sag mal, das können wir sich da allein als Sauna kaufen. Absolut. Mit Badezimmer, mit allem drum und dran, fertig. Da hätte ich eine Außensauna. Fertig, ja. Ist auf jeden Fall schicker als eine klassische Außensauna, die man so hat, ne? Du bist verrückt, Nenad. Ja, absolut. Also ich verspreche dir, die wird in einer Minute weg sein. Abgemacht, freue mich drauf. Das ist für mindestens mal 2 Personen, da können auch 4 drin sitzen. 4, genau, sitzen. Genau. Sitzen oder 2 liegen. Ja. Die schön? Ja, absolut. Einfach gehalten, schick, zeitlos, passt. So, also Boden mit drin, eine Dusche mit drin. Anschluss ist mit dabei, Strom. Ja, genau. Ist Wasser, Abwasser, alles dabei? Ja, das Abwasser, die Vorbereitung ist da. Ne? Alles zum Haus müsste sich dann entsprechende Kunde kümmern. Gut. Also hier, das hier wird aber dennoch zugemacht, hier vorne. Ja, das ist. Heißt, dass die entsprechenden Dehnungsfugen, die werden noch gemacht. Ja, das können wir machen, das ist gar kein Problem. Dafür haben wir unseren Kollegen, der das dann schnell behebt. So, das heißt, die kommen dann vorbei, stellen mir das Haus dann auf die Schraubfundamente. Ich guck mal gerade, sind die dabei, die Schrauben? Nee, leider nicht. Transport, Kran und Schraubfundamente würden zusätzlich dazu kommen von den Kosten. Haben wir eben uns ja kurz drüber unterhalten. Genau. So, ich zeig's mal. Also das, wenn ihr das Haus haben möchtet, dann 17.990 Euro auf den Tisch des Hauses legen, fahrt nach Hamburg, wir sind in Tornesch. Das wird auch so geschrieben, wie man spricht. T-O-R-N-E-S-C-H. Genau. Mein Modulheim. Und ich bin ganz angetan. Das ist, ungefähr die Größe von dem Haus? Also 6 Meter lang, 3,60 Meter breit und 3,80 Meter hoch. Also wir haben hier eine Wohnfläche von ungefähr 80 Quadratmeter. So, tschüss, danke.